Also, wieso sind wir hier? Wieso sind wir nicht zu Hause? Doch gesagt, ich wollte dir doch erklären, wie sich die Jünger am Samstag gefühlt haben, was sie wohl gemacht haben. Wieso ist das denn wichtig? Gestern war doch Karfreitag, das war wichtig. Ja, und warum war das gestern wichtig? Weil Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Genau, weil Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und morgen ist Ostern. Genau. Ostern ist Jesus von den Toten auferstanden und hat den Tod und die Sünde besiegt. Genau, das ist richtig. Aber was ist heute? Wieso? Was willst du denn heute mir erklären? Ja, sagst du doch, ich will dir erklären, wie sich die Jünger gefühlt haben. Wieso denn das? Naja, die Jünger, die waren ja 3 Jahre mit Jesus zusammen gewesen. Ne? Ja. Und die haben viel mit Jesus erlebt. Genau. Und die haben gedacht, Jesus wird König. Wie König? Der ist doch König. Nein, sie haben gedacht, er wird König hier auf der Erde. So richtig, mit Thron und Palast und sie werden dann seine Helfer sein. Ach so, das hat Jesus nicht gemacht. Nee, das hat er nicht gemacht. Der ist dann ans Kreuz gegangen. Leider. Oder, was heißt leider? Zum Glück, ja, jetzt können wir frei von Sünde werden. Jetzt kann Jesus uns unsere Sünden vergeben. Das ist gut. Aber die Jünger, erzähl. Die Jünger, die haben den ganzen Samstag über gewartet. Wie gewartet? Naja, für die Juden war damals der Samstag, oder ist der Samstag sowas wie für uns der Sonntag. Ja, da arbeiten die nicht. Ja, da arbeiten die nicht, aber das war viel strenger als heute. Wie strenger? Ja, die haben nicht nur nicht gearbeitet, die haben fast gar nichts gemacht. Wie, fast gar nichts? Naja, die durften auch am Sabbat nicht kochen, sie durften nicht zu weit gehen. Wie, zum Spielplatz und zurück, sowas ging nicht? Nee, sowas ging damals nicht bei den ganz streng gläubigen Juden. Oh Mann, das war ja doof. Ja, und also haben die Jünger gewartet. Und was haben die gemacht? Naja, die haben Angst gehabt. Wie Angst? Naja, sie dachten, sie sind die Nächsten. Wieso die Nächsten? Was wollen das jetzt werden? Naja, ihr Meister wurde verhaftet und gekreuzigt. Ja. Und jetzt dachten sie, wir sind die Nächsten. Jetzt holen uns die Hohepriester als Nächstes und dann werden wir bestraft und müssen wahrscheinlich auch noch ans Kreuz. Oh, das wäre nicht so gut. Genau, das wäre nicht so gut. Und dann waren sie zu Hause, sie durften ja nicht viel machen und waren ganz ängstlich und mutlos und hoffnungslos. Sie dachten, jetzt ist alles vorbei. Alles ist vorbei. Wie alles vorbei? Naja, ihr habt doch erzählt, sie dachten, Jesus macht ein richtiges Königreich mit Palast, mit Thron, mit Armee, mit allem. Ja. Und ja, da dachten sie, jetzt ist alles vorbei. Ja, genau. Jetzt dachten sie, jetzt ist vorbei. Nie wieder. Na, Jesus ist tot und es ist ja keiner von den Toten auferstanden bisher, bis dahin und lebendig geblieben. Oh. Na, Jesus hat ja einige Tote wiederbelebt. Ja. Aber jetzt ist er selber tot. Ne? Ein Toter kann sich ja selber nicht wiederbeleben. Nee, das stimmt. Normalerweise brauchen wir ja einen Arzt dafür. Genau, einen Arzt oder Jesus, der uns auferstehen lassen kann. Okay, und dann? Naja, jetzt dachten sie, es ist vorbei und wussten nicht, was passieren wird. Ja, aber morgen ist doch Ostersonntag. Jesus ist von den Toten auferstanden dann. Dann feiern wir das. Ja, wir feiern das. Aber die Jünger, die wussten ja damals das nicht. Das war ja das allererste Osterfest. Das allerallererste. Wie das allererste? Das allerallererste. Oh, die wussten doch nicht, was wir wissen. Genau, die wussten doch nicht, was wir wissen. Wir haben die Bibel, wir können nachlesen, was passiert ist. Und die hatten das nicht. Oh. Ja, wir können froh sein. Ja, gestern haben wir gefeiert, dass Jesus gekreuzigt wurde und für unsere Sünden gestorben ist. Ja. Und heute ist so ein Zwischentag. Ne? Und wir wissen, Jesus hat den Tod besiegt. Jesus wird auferstehen oder Jesus ist auferstanden. Ja. Aber die Jünger wussten das nicht. Oh, jetzt wird mir alles klar. Siehst du, die Kinder wissen das jetzt auch. Ne? Die Jünger hatten Angst, weil sie nicht wussten, dass Jesus auferstehen wird. Wie nicht wussten. Jesus hat ihnen das doch gesagt. Naja, er hat es gesagt. Aber glaubst du, die haben geglaubt, dass Jesus wirklich auferstehen wird?
Oh, Sie haben nicht geglaubt. Nee, Sie haben nicht geglaubt. Deswegen hatten Sie Angst. Deswegen hatten Sie Angst, richtig. Ah, so. Ja, dann haben wir es ja richtig gut heute. Ja, wir haben es richtig gut. Oh. Wir wissen, Jesus lebt und Jesus ist bei uns, egal was passiert. So. Kinder, wir wünschen euch einen schönen Samstag. Auf Wiedersehen, bis morgen. Auf Wiedersehen, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Mach das aus. Ah, oh.